Hallo ihr Lieben, richtig schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem YouTube-Channel der Leuchtfeuergemeinde. Heute erwartet euch wieder ein wunderbarer Online-Gottesdienst. Und es ist richtig schön, weil du dadurch einen Moment in deinem Haus schaffen kannst, wo Gott dich berührt, wo Gott in dein Leben spricht. Und ich möchte dich auch heute Morgen wieder segnen, dass du eine ganz, ganz starke Zeit in der Gegenwart Gottes erlebst. Das Schöne ist, dass wir ja auch wieder vor Ort Gottesdienste feiern. Zurzeit sind die noch begrenzt. 40 Tickets sind erhältlich. Und dafür kannst du dich bei eventbrit.de ein Ticket sichern. Alle Infos dazu findest du auch in unserem Gemeindenewsletter, der dir auch diese Woche hoffentlich zugesendet worden ist. Darüber hinaus, wenn du den richtig gut gelesen hast, ist dir aufgefallen, dass wir einen Tanzworkshop unter freiem Himmel am 27. Juni von 10 bis 12 Uhr mit Sarah Natke feiern dürfen. Wie großartig ist das denn? Was für ein Highlight in diesem schönen Wetter, Gott in der Natur, die er geschaffen hat, anbeten zu dürfen. Und wenn du der Meinung bist, naja, tanzen, ich weiß nicht, ob das meins ist, mit Sarah Natke wirst du es auf jeden Fall lernen. Darüber hinaus hören wir ganz viele Zeugnisse, ganz viele Geschichten, was du mit Gott erlebst. Und wir möchten dich bitten, deine Geschichte mit uns zu teilen. Einfach weil es so ermutigend ist und den Glauben stärkt. Schick doch bitte deine Geschichte an meinegeschichte@leuchtfeuer-gemeinde.de. Und in diesen Zeiten stehen wir natürlich auch im Gebet zusammen. Hast du ein Gebetsanliegen? Dann schreibe uns gebet@leuchtfeuer-gemeinde.de. Und gemeinsam wollen wir auch heute Morgen wieder unser Haus segnen. Ich finde es so großartig, dass wir gemeinsam diesen Ort der Hoffnung schaffen dürfen. Und wir machen das mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, aber auch mit unseren Finanzen. Und hier unten siehst du unsere Bankverbindung eingeblendet. Dort kannst du sehr gerne das überweisen, womit du die Gemeinde segnen möchtest. Und ich möchte mir trotzdem heute Morgen mal einen Moment dafür nehmen, dass wir gemeinsam dafür beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist. Ganz besonders auch in dieser Zeit, wo es immer heißt, dass die wirtschaftliche Situation herausfordernd ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du von diesen wirtschaftlichen Herausforderungen ganz losgelöst bist und dass du einen Weg schaffen kannst, dass wir gesegnet sind und dass wir ein Segen sein können. Und Jesus, wir versprechen dir als Leiterschaft, ganz verantwortlich mit dem umzugehen, was du uns anvertraust. Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir einen richtig schönen Online-Gottesdienst. Zum Schluss kommt noch der Triathlon. Das bedeutet nämlich einmal Kanal abonnieren, als zweites die Glocke anklicken und nicht vergessen den Daumen hoch, dann verpasst du kein Video. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit deinem persönlichen Online-Gottesdienst.